Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute mit der Frage, warum sind Tiere eigentlich so selten blau? Zunächst einmal, die Farbe Blau ist in der Tierwelt eine ziemliche Seltenheit. Aber warum gibt es so wenig blaue Tiere? Das ist auch eine Frage, die sich viele Wissenschaftler schon seit Jahren stellen. Ich werde versuchen, in diesem Video einige Gründe wiederzuspiegeln, warum Tiere so selten blau sind und welche Strategien sie entwickelt haben, um zu überleben. Zunächst einmal kommen wir zur Physiologie. Eines der Hauptprobleme bei der Entstehung von blauen Tieren ist die Physiologie. Die meisten Tiere produzieren keine blauen Pigmente, was bedeutet, dass sie auf andere Mechanismen angewiesen sind, um diese Farbe zu erzeugen. Einige Tiere verwenden strukturelle Farben, bei denen die Reflexion des Lichts durch spezielle Zellen oder Schichten von Haut oder Federn erzeugt wird. Andere Tiere nutzen Chromatophoren, spezielle Zellen, die also Pigmente in der Haut freisetzen, um verschiedene Farben zu erzeugen. Blaue Chromatophoren sind jedoch sehr selten und schwierig zu produzieren. Dann gibt es auch noch das Thema der Tarnung. Das ist eine weitere Herausforderung für blaue Tiere, denn die Tarnung fällt mit einem blauen Gewand ziemlich schwierig. Denn in den meisten Umgebungen ist Blau eine auffällige Farbe, die Tiere anfälliger für Raubtiere macht. Deshalb haben viele blaue Tiere Strategien entwickelt, um sich zu tarnen. Einige haben Muster auf ihrer Haut oder ihren Federn, die ihre Form brechen und sie schwerer erkennbar machen. Andere haben reflektierende Schuppen oder Federn, die das Licht brechen und ihre Konturen verschimmern lassen. Ein weiterer Punkt ist die sexuelle Selektion. Einige blaue Tiere haben ihre Farbe durch sexuelle Selektion entwickelt. Weibliche Tiere bevorzugen oft Männchen mit auffälligen Farben, weil sie sie als gesünder und stärker ansehen. Dies hat dazu geführt, dass einige Arten von Tieren wie Pfauen oder Paradiesvögel extrem auffällige und bunte Merkmale entwickelt haben, einschließlich leuchtend blauer Federn. Obwohl diese Farben sie anfälliger für Raubtiere machen können, haben sie auch einen evolutionären Vorteil, da sie dabei helfen, sich fortzupflanzen. Der nächste Punkt ist die Ökologie. Die Ökologie ist also ein weiterer Faktor, der zur Seltenheit von blauen Tieren beitragen kann. Denn viele blaue Tiere leben in Umgebungen, in denen Blau nicht vorkommt, wie zum Beispiel im Dschungel oder im Wald. In dieser Umgebung kann es schwieriger sein, sich zu tarnen oder Nahrung zu finden. Daher haben viele Tiere andere Farben entwickelt, die sich besser an ihre Umgebung anpassen, wie zum Beispiel braun oder grün. Zum Schluss also ein Gesamtfazit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mehrere Gründe gibt, warum blaue Tiere so selten gibt. Von der Physiologie bis hin zur Ökologie müssen blaue Tiere mit einer Reihe von Herausforderungen quasi fertig werden, um zu überleben. Doch es gibt tatsächlich erstaunliche Beispiele von blauen Tieren, die sich an ihre Umgebung angepasst haben und erfolgreich überleben. Diese Tiere zeigen uns also, dass die Natur immer noch Überraschungen bereithält, selbst in einer Welt, die wir eigentlich zu kennen glaubten. Und damit verabschiede ich euch auch aus diesem Video. Genießt eure Zeit, bis zum nächsten Mal und ciao.